Hi Leute, diesmal habe ich dabei Steve Rogers Captain America Sonderband 1 mit einer relativ kontrovers gehandelten Storyline oder zumindest den Anfang einer sehr kontrovers gehandelten Storyline. Ich denke, viele wissen bereits Bescheid, aber ich möchte es auch nicht unbedingt spoilern. Kommen wir erstmal zu ein paar Eckpunkten. Steve war eine Zeit lang jetzt eigentlich nicht mehr Captain America, er war ein alter Mann nach der Vorgängerserie ist er extremst gealtert und hat sich darum erstmal zurückgezogen und hatte Sam Wilson seinen Platz zugesprochen. Während Stand-off wurde er von Kubik, einem kleinen Mädchen, was aus einem kosmischen Würfel geboren wurde, wieder verjüngt, aber er hat sich mit Sam darauf geeinigt, dass sie beide Cap bleiben. Wie man aber auch sieht, nutzt Cap ein neues Schild und Sam behält das Originalschild. Ja, die Ausgabe beinhaltet 3 US-Hefte der regulären Reihe, nicht mehr, was ich eigentlich schon wieder extremst enttäuschend finde, aber in der Hinsicht, naja, das macht Panini in letzter Zeit leider sehr oft. Zusätzlich ist noch drin ein Teil einer der Free Comic Book Ausgabe, auch mit Captain America zu Anfang. Diese ist aber wirklich relativ unsagend für die Handlung. Es ist eben, ja, irgendeine Mission, ist schief gegangen. Es gab 2 Bomben, eine ist hochgegangen, die andere konnte verhindert werden und Sharon Carter, die jetzt als Verbindungsoffizier zwischen SHIELD und der Regierung arbeitet, soll dafür nun Stellung nehmen. Cap platzt rein und sagt, wir müssen was ändern, wir sollten Hydra den Krieg erklären. Das ist eigentlich alles, das ist aber relativ unbedeutend für den Rest des Bandes. Das ist eher so eine kleine Hintergrundsache, die nicht wichtig ist. Zusätzlich ist auch noch 4 oder 5 Seiten einer Ausgabe von Sam Wilson Captain America drin, und zwar die 2. Story sozusagen aus Heft 7, die irgendwo innerhalb des Zweiten Weltkrieges angesiedelt ist und einfach nur irgendwelche Marketing-Leute Captain America neu vermarkten wollen, statt mit Schild und einer Knarre. Relativ unbedeutend auch, aber der Zeichenstil gefiel mir sehr gut, da er derselbe ist wie damals als als Marvel Knight Serie neu gestartet ist. Also die beiden Storys sind aber trotz allem relativ unwichtig. Also bleiben eigentlich nur noch 3 Kernstories. In der ersten erfahren wir, dass Hydra zwar eigentlich theoretisch verschlagen ist, aber mehr sich neu aufbaut. Dies alles unter der Leitung diesmal von Red Skull. Da warf bei mir auch schon die erste Frage, wieso Red Skull seine Kräfte nicht benutzt, denn ich weiß, er ist schon im neuen Universum aufgetreten und hat seine Kräfte benutzt. Ich weiß nicht, ob es bei Uncanny Avengers war oder wo es war, wo er sich aber ganz klar vor den Rächern versteckt hat mit seinen Kräften. Also sie standen ihm Auge in Auge, aber haben ihn wegen seinen telepathischen Kräften nicht wahrgenommen. Ja, und er kommt hier gar nicht, er führt hier eine Rede, die könnte von uns, von Pegida stammen, auch gut Deutsch, darüber, wie in der EU die Flüchtlinge reingelassen werden und Europa überschwemmen und versucht damit Angst in die USA zu schüren. Aber wie gesagt, es könnte von Pegida oder von der AfD stammen. Ja, es zeigt eigentlich eher, wie leicht beeinflussbar Leute sind. Und mit dieser Rede schafft er einen eigentlich Unschuldigen dazu zu bringen, sich ihm anzuschließen und sich selbst eine Bombe umzubinden. Und mit einem Zug will er in eine Großstadt und sich selbst in die Luft jagen. Cap verhindert das, versucht sogar ihn dazu zu bringen, es zu lassen, aber er kann den jungen Mann nicht auch abhalten. Ja, dann nach wird eigentlich schon gar nicht mehr allzu viel passiert, ohne jetzt zu spoilern, was ich auch wirklich so sagen muss. Ja, sie finden noch Baron Zemo, der seit Stand-off verschollen ist und mit Professor Selvig unterwegs ist, und Cap will nun Zemo festhalten,
hat aber von Sharon einfach Partner an die Seite gekriegt, die er eigentlich nicht dabei haben will. Er versucht sie abzuschütteln, also ihnen anderen Gegnern zu geben, während er sich Remo schnappt. Problem ist, es sieht kurzfristig so aus, als würde Cat verlieren. Und einer der Sidekicks, ich glaube Jack Black hieß er, ist, meistens wissen wir nicht richtig, war er eigentlich vom Winter Soldier schon getötet worden, oder? Ist jedenfalls egal, jedenfalls hilft dieser unerwünscht Cap und es passt Cap gar nichts, denn ja, wir wissen ja, wie gesagt, kontrovers, es gibt ja ein Geheimnis hier um Cap und dementsprechend steht das nun im Weg. Ja, er setzt sie nur fest und wir erfahren alle Hintergründe über die kontroverse Story. So, ich möchte wie gesagt nicht allzu viel spoilern, aber selbst bevor ich dieses Buch hatte, war ja schon lange bekannt, was mit Cap passiert. Ist ja lange gespoilt worden. Wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht nochmal sagen, weil manche haben es ja trotzdem nicht gelesen. Aber für mich war auch ehrlich sehr schade, dass innerhalb von 3 US-Ausgaben bereits geklärt wird, was dazu führt. Eigentlich schon in der 2. Ausgabe wird alles erklärt. Ja, und diese Erklärung war noch nicht mal überraschend für mich, denn schon als damals die ersten Leaks zu US-Heft 1 kamen, war für mich ganz klar, was der Grund sein wird für diese Entscheidung, und genau dieser Grund ist es auch. Es hängt eben alles wieder mit Standoff zusammen, es ist nicht wirklich überraschend. Gut, es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, was es hätte führen können, wie zum Beispiel der Neustart des Universums, aber ja, gut. Kommen wir einfach mal nur zum Aufbau der Story. Die Story ist eben wieder mehr wie Ed Brubaker es aufgebaut hat. Wir haben eine Agenten-Story, trifft es wohl am besten mit inklusive Doppelagenten, einfach weil Cap ist hier ein Doppelagent. Und er agiert gegen seine eigenen Leute. Das Problem ist aber, obwohl er zwar klar ein Doppelagent ist und auch erstmal für einen Fan erstmal erschreckend anders handelt, als er normalerweise handelt, merkt man doch, dass es anders als bei Superior Iron Man ist, wo ja zum Beispiel Moral ausgeschaltet ist. Er hat zwar neue Beweggründe, aber seine Moral ist noch da. Das heißt, er kann sich nicht einfach so gegen seine Natur stellen, was mir auch sehr gefallen hat. Das heißt also, auch wenn jetzt er kontrovers behandelt wird, ist in ihm immer noch er selbst. Und er kämpft eben mehr oder weniger doch gegen das an, was nun in ihm steckt. Und das macht es dann doch wieder recht interessant, möchte ich sagen. Wie gesagt, an sich relativ vorhersehbar, was passiert, aber trotzdem hatte seine Momente, dieser Band, ja, und mir gefällt vor allem, es geht auch wieder in mehr in Richtung Ed Brubaker. Ja, die Vorgängerreihe unter Marvel Now hat mir eigentlich auch schon recht gut gefallen, also die bei uns in Megabandform erschienen ist, also vor allem der erste Band, der zweite war zwar auch etwas schlechter. Auch das Sam Wilson Abenteuer habe ich auf Englisch gelesen, auch wenn mein Englisch nicht so gut ist, hat mir aber auch relativ gut Spaß gemacht. Ich lese gerade die Sam Wilson Abenteuer, die hier vorne noch spielen, also die schon im neuen Marvel Universum spielen, habe ich auch gerade bei Comixology gekauft. Also wie gesagt, mein Englisch ist immer nicht so gut, dass ich dazu nie irgendwie so ein Review machen werde. Wie gesagt, Story ist kontrovers, wird auch, denke ich, noch kontrovers gehandelt. Es ist aber alles nicht wirklich überraschend. Wie gesagt, es geht aber wieder mehr in Richtung Agenten und Spionengeschichte und mehr Thriller halt. Also Krimi-Thriller, also an sich gut gemacht. Was mir auch gefällt, hier wird viel Vergangenheit gezeigt, betreffend Steves Mutti. Und diese Szenen sind relativ schwarz-weiß gehalten, bis auf Rottöne. Und da bin ich schon wieder eher interessiert, was da wohl der Grund ist, warum man diese Rottöne wählt. Klar, es könnte jetzt sein, weil der Red Skull mit drin involviert ist, aber ich würde schon fast sagen, hier hat der Nick Spencer oder vielleicht auch der Zeichner Jesus Says, ich hoffe, ich wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, sich vielleicht aber auch von dem Buch Schindlers, von dem Film Schindlers Liste inspirieren lassen, wo ja auch immer dieses eine Mädchen mit der roten Jacke auftritt, weil daran erinnert mich das von Anfang an. Es ist ja auch die Thematik, Zweiter Weltkrieg und dann Schwarz-Weiß und Rot, irgendwie erinnert mich doch an Schindlers Liste. Also von der Art her. Ja, an Captain America Fan auf alle Fälle zu empfehlen. Bisher scheint es noch keine wirklichen Auswirkungen auf den Rest des Universums zu haben, vor allem auch bedacht in Richtung Civil War 2, spricht es ja bisher nicht an. Wir wissen aber, es wird ja auch auf ein Event hinzugearbeitet namens Secret Empire und dementsprechend ist es doch noch Sache, wie weit das alles dann noch in den Rest des Universums einfällt.
Ich finde es eigentlich schon wirklich fast schade, dass Nick Spencer wirklich schon in der zweiten Ausgabe uns wirklich aufklärt, was hinter allem steckt. Ich hätte damit mindestens bis Heft 7, 8 gewartet, sodass wirklich erstmal eine Storyline damit wirklich durch ist. Aber okay. Wie gesagt, Panini, von der Veröffentlichung her gefällt es mir halt wieder nicht. Wieder nur 3 US-Hefte. Gut, kann sein, dass dann vielleicht 6 Hefte am Stück zum Civil War 2 gehören. Aber ich denke, gerade bei Sonderbänden, da kann es auch mal mit einem Cliffhanger enden, weil ein Sonderband ist nicht. Nichts anderes als ein Heft, nur eben getackert, also geklebt als Buchform, aber es ist nur ein Heft, also es ist anders als ein Trade zu behandeln für mich. Und dementsprechend, wenn hier mal ein Cliffhanger drin ist, ärgert es mich ärgert es eben eher, wenn man mir das Material vorenthält und man dann 12,99, ich sag mal so, als anfangs mal mit 3 US-Heften angefangen haben, haben die Hefte wenigstens 9,99 € gekostet, darauf lasse ich mich noch ein, aber das ist schon frech. Ist halt so, Panini ärgert mich damit wirklich zurzeit sehr. Macht aber die Story nicht schlechter und auch interessant. Mich wird auch weiterhin interessieren, was mit Red Skull los ist. Er hat ja eigentlich Charles Xaviers Kräfte. Es wird auch drauf eingegangen, aber er will sie nicht mehr nutzen. Und irgendwie verstehe ich das nicht, warum man diesen Weg geht. Wahrscheinlich passt es Nick Spencer besser für diese Agentenkram hinein, als wenn er jetzt den Superschurken draußen macht mit Superkräften. Aber naja. Ich hätte es lieber richtig mit eingearbeitet gewusst, als dass man es jetzt sozusagen ad acta legt, weil das mag ich immer gar nicht, wenn man das, was zuletzt passiert ist, einfach sagt, ja, es ist zwar noch Bestand und wir behalten es mal im Hinterkopf, aber wir behandeln es einfach nicht mehr. Das hat man schon bei, hat Mark Waid schon bei Daredevil gemacht und bei Hulk und sowas ärgert mich einfach. Wenn ein Status da ist, sollte man auf dem auch erstmal aufbauen oder man sollte ihn einfach rückgängig machen, aber nicht einfach zur Seite schieben und so tun, als wäre nichts. Naja. Wie gesagt, trotzdem, reinschnuppern lohnt sich trotz allem, vor allem für Fans des Fubecker-Runs würde ich es auf alle Fälle empfehlen. Nick Spencer ist auch generell eigentlich ein guter Autor. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt jedem eine uneingeschränkte Kaufempfehlung machen. Man sollte sich schon wirklich auch für Cap interessieren oder zumindest für solche Storylines. Und man sollte auch mit Kontroversen klarkommen. Ja, das war's und viel Spaß noch. Tschüss.